Freie Sternenfänger wollen mehr und immer mehr von unserem Glück. Wir laufen über Blumenfelder. Ja, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, liebe Gäste, herzlich willkommen hier auf der Hauptstraße zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit. Ein Grund sicherlich zu feiern, hier zum 23. Mal auf der Hauptstraße. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und dass heute insbesondere auch Gäste aus den alten Bundesländern da sind. Ganz besonders herzlich möchte ich begrüßen die Freiwillige Feuerwehr aus Steinhagen, die heute extra zum Tag der Deutschen Einheit hier nach Dresden gekommen ist. Herzlich willkommen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, 25 Jahre Deutsche Einheit. Der ein oder andere erinnert sich sicherlich noch daran, wie es 89, 90 losgegangen ist. Und ich glaube, dieses Land und auch die Stadt haben sich sehr gut und sehr erfolgreich entwickelt. Was nicht heißt, dass noch viele Aufgaben und Herausforderungen vor uns stehen. Gleichwohl auch mit Blick auf die aktuelle Entwicklung muss man sagen, wir helfen gerne, aber es muss eine Grenze geben. Es muss ganz klar definiert sein, dass wir nur das aufnehmen können, was wir auch entsprechend gesellschaftlich mitgestalten können. Und gerade in der aktuellen Diskussion hier in Dresden muss man sagen, wenn es um Schulen geht, dann ist eine Grenze ganz klar erreicht. Heute sind wir aber hier, um miteinander zu feiern. Ich wünsche Ihnen bei bestem Sonnenschein noch einige schöne Stunden hier auf der Hauptstraße in Dresden. Feiern wir gemeinsam den 25. Jahrestag der Deutschen Einheit. Und ich hoffe, dass 25 weitere erfolgreiche und gute Jahre für unser Vaterland folgen. Herzlichen Dank. Und an Ihre Kollegen. Einen schönen Tag noch. Feiern Sie noch? Ja. Mit zwei mutigen Reitern. Ab zwei ist es eine Staffel. Herzlich willkommen. Bleiben Sie mal bitte hinten. Aber die Konfiguration der Preisstellung.
an ihrem Deckel dieser Wäsche, aber danach gibt es unter witzestlichen Traditionsgemäß an weiteren Hallo, bitte. So haben wir nicht gebettet. Geht doch, nee. Ja, Sie hätten ja, da hätte sie eher. Nee, Sie gehen bitte zur Seite, da hätten Sie eher kommen müssen. Der Bischof von Meißen. Also, dann noch mal. Hallo. Gibt's doch, da hätten Sie eher kommen müssen. Kann ja wohl nicht wahr sein. So was Storrisches. Ja, er soll ja sagen, nach dem Mainbau nach Sachsen gemacht haben. Als Bischof Benno einfach den Meißen nach Dresden handelte, nahm er den Weg über Kossenbau, da hatte Durst und die schönen Danke. Das ist der bürgerliche Name des Herrn Ratsministers. Ich bin der Bürgermeister. Bürgerliche Name, nein. Die Leute stehen alle schon in Stunden hier. Künstlergemeinschaft Hessen, ich frage mich, 1500 Mitglieder, wie stellt dieses Bild dar? Und ich sehe, das stimmt. Viele meiner Brüder und Schwestern habe ich mit diesem Bild. Und der sei gelobt, muss auch erreichen. Danke. Heute, den Morgen, ist Aschermittwoch und da müssen wir alle unseren Tag werden. Also gehen weiterhin im Frieden. Alles bis zum heutigen Tag. Jetzt aber los, Herr Bischof! Vorwärts. Da oben auf der Hoflößnitz, da warten so viele tausend Fans. Gute Idee. Der Winzergenossenschaft. Willkommen den 1500 andere hier, die Winzergenossenschaft Meißen unterwegs, an der Spitze des Zuges. Wir haben es vorhin schon mal gesagt, gemeinsam mit der Winzergenossenschaft, mit dem Dom, mit der Burg, organisieren wir mit dem Theater Meißen in der Landesbühne Sachsen jetzt jedes Jahr auch Burgfestspiele, die neuen Burgfestspiele in Meißen. Auch da gibt es eine schöne Ehe aus Musik, aus Theater, Kunst und Wein. Diese 850 Jahre Wein, die jetzt präsentiert werden, werden vom Weingut Schloss Boschwitz mit präsentiert worden. Der Konsum macht es. Die Kollegen des Konsums haben sich bereit erklärt. Ich denke, das tut dem sächsischen Wein, das tut dem sächsischen Wein insgesamt wunderbar gut und natürlich radevoll. Herzlich willkommen bei uns. Ja, bessere Begegnung gibt es nicht am Rande des Wein-Winterumzuges. Gute Fahrt dem Oberbürgermeister. Begrüßt vom Präsidenten des Sächsischen Landtages und wir haben es vorhin gezählt. Hier sind 10.003 Menschen gezählt worden. Allerdings in einer aphoristischen Zählung. Gute Fahrt. Das Bild Nummer 8, das ist ein Reiter,
ein Husar wird seiner oder einer Hofdame, das wage ich jetzt nicht zu fragen. Und danach kommt der Spiritus Rector in der Kutschengefahr. Jörg Hahn, ganz großes Kompliment und herzliches Dankeschön. Auch das ist an der Ecke eine Begegnung wert zwischen demjenigen, der sich das alles ausgedacht hat. Herzlich willkommen, mal richtig einen Applaus, wir haben noch die Hände frei. Angeklappert bitte, mal hoffen aufmachen. Mal Freiherr von Löwen da im Kurs sitzen, sächsischer Oberhofmarschall und Kabinettsminister, nebst Gemahlin Benedikta Margareta. Jetzt hat er das Mikro selber, Phil. Gießen. Er hat das Mikro selber, oh, sorry, Jörg. Danke nochmal und Gratulation, klasse gemacht. Ich danke dir für diese Huldigung. Aber was sind diese Huldigungen, mein liebes Volk, ohne den, die es für uns machen? Ihr, mein fleißiges Volk, seid bitte fleißig für den Augustenstarken, seid fleißig für den sächsischen Wein und für alle ein recht herzliches Willkommen und danke für zahlreiches Erscheinen. Im Namen meiner beiden Baronessen, meiner Gemahlin und meiner Mätresse und im Namen der ganzen sächsischen Bevölkerung. Danke. Dankeschön. Ich schon in den Händen. Auch die ganze Zeit ja, naja, aber... Gut. Die Herrenkutsche folgt. August der Zweite. Jetzt wird's hoheitlich, noch hoheitlicher. König von Polen und Kurfürst von Sachsen. Bekannt auch als August der Starke. Er hat 1715 das erste Winzerfest im Übrigen in der Hofmöstnitz veranstalten lassen und daraufhin ist auch dieses berühmte Gemälde entstanden, worauf ja, der König nicht bereit, der nicht der Präsident. Ja, die Herren, und? Wie ist der Wein auf der Fahrt gewesen oder haben Sie noch keinen bekommen? Also da sieht man mal wieder, die Obrigkeiten dürfen erst trinken, wenn es keiner mehr sieht. Was ist denn Ihr Name, wenn Sie nicht in so einem Kostüm stecken? Reinhard Lauterbach, einer stellvertretend für alle, erhebt sich mal bitte und zeigt, was mit ein bisschen Schneiderkunst zu machen ist. Schneider machen Leute, aber die Hoheit steckt im Wesen und im Blut. Wir freuen uns, ihr macht ausgezeichnete Figur. Mögen wir demnächst mal nachfragen, dürfen wir Gaukler vom Hause, wenn wir Notstand haben. Gute Fahrt. In dieser Kutsche saß August Christoph von Wackerbarth, der sächsische Generalfeldmarschall, rechts war von Staatsminister Adorno und Wackerbarth. Und seine Ehrengäste sind Friedrich Wilhelm I., König von Preußen und Markgraf von Brandenburg und Peter I., der Große, der Zar und Großfürst von Russland. Damen sind logischerweise nach den Hoheitern unterwegs. Anna Konstantina, die Reichsbürgerin von Bösen und Maria, auch Hoheitin von Königsmark. Dürfen wir uns mal nach den Pferden erkundigen? Was ist das für eine Rasse? Das ist ein schweres Hornblut und ich habe angespannt die Lotte rechts und die Wendy links. Schweres Hornblut, Lotte rechts. Kommando zurück. Kaltblut. Ja, man muss auch kaltblütig bleiben können, wenn plötzlich der Landtagspräsident Fragen stellt. Also den Damen weiterhin eine gute Fahrt. Unvergessliche Erlebnisse, viele neidische Blicke auf der schönen Kostüme des Wertvollen. Ei, die Dame sagt, die Heißblüter sitzen hinten in ihrem Kutsche. Friedrich August Sohn August der Zweite mit seiner Mätresse Franzmar, Kohlenkönig von Preußen, Sohn bzw. barocker Hochstand und Adelsgesellschaft. Ja, wir hören. Wir hören von Ferne schon wieder die Musikanten, die überall hier im Zug in weiser Abfolge zwischenplatziert sind, sodass wir immer mit ein wenig Kultur und Kunst, der Kunst dieser schönen Kostüme und der Herrschaft auf die Bürger und der Kollegen und der Region folgen können. Ganz herzlichen Applaus, nicht nur für das Tragen der Kostüme, sondern auch für das Anfertigen derselben. Ein schöner, großartiger Anblick. Es ist kein Wein mehr im Zinnbecher. Nachgießen, der Herr findet den Weg sonst nicht auf.
Malte seit vielen Jahren schon dabei. Wir danken, der Name ist gefallen. Hilmar Zuber hat sich vorgestellt. Ja. Dankeschön, Malte. Gute Weg. Malte ist auf der Fahrt. Haben Sie abgenommen? Die heimlichen Fragen stelle ich mal ganz heimlich. Jetzt geht mal hören. Machantinnen. Ja, kommt Maro. Da ist einiges zu sagen. Das Gläschen, das er in der Hand hält, deutet darauf hin, dass er den Genuss zu wählen weiß. Und da sind wir nur die Ausheilung. Lässt sich dieses Gespann anhalten? Könnten Sie die Ochsen stehen machen? Nein, nein.
sein. Wie schwer ist das denn? 70 Kilo. Wie heißen Sie? Michael Mitschke. Michael Mitschke trägt hier mit drei anderen Streitern die Kalebstraube, das Symbol geradezu des Weinanbaus. Und wo kommen Sie? Ein echter Radebeuter, wie lange habt ihr gebraucht, um die Traube zusammenzubringen? Es ist nicht fragt, nur gemacht, was ich mit der Sabine 4 Stunden. Deswegen darf sie jetzt auch in der Kutsche vorne sitzen. Also, herzlichen Dank und guten Weg. Schließt auf, sonst kriegen wir auf die Schimpfe. Das mit der Kalebstraube darf ich auch noch mal kurz zitieren. Auf dem Weg aus der ägyptischen Gefangenschaft schickte Mose Kundschaft auf, die das Land Kanaan erkunden sollen. 2,5 Millionen Euro und Kale brachten nach 40 Tagen eine Weintraube, die so groß war, dass sie zu zweit auf einer Stange tragen mussten und berichteten von einem Land, wo Milch und Honig fließen. Seit dem Altertum ist die Kalebstraube daher ein Symbol für Reichtum und Überfluss, für Freude und gemeinsam. Oh ja, unterwegs ja wieder macht das bei der Stempel wieder. Und jetzt heißt es die zweite Luft sehen. Denn in den vergangenen Jahren war an der Stelle immer langsam am Schluss. Aber der Spielmannsmann ist für mich ja das zweite Mal schon gewesen. Aber in diesem Jahr ist es immer so schön. Denn jetzt wird das Volk kommen. Da hatten wir in den vergangenen Jahren das Gefühl, jetzt können wir uns langsam anschließen. Mein Name ist Erwin. Willkommen nach dem Erntedank-Festwagen und nach den historischen Kinderwagen noch unsere Gäste. Und da bitten wir um erhöhte Aufmerksamkeit bei allen, denn zum Teil sind sie weit gereist, die wir demnächst hier erwarten. Aber jetzt nochmal. Ganze Aufmerksamkeit für die Kinder, die schon anderthalb Stunden anheimelnd brav auf den Erntedankwagen sitzen. Danke euch! Das Erntedank ist die größte Kino einer Praxis-Einigkeit. Feuer nach der Ernte und Herbst. Leute, die Gott für die Gaben der Ernte danken. Hallo, wie alt ist denn das Kind? Aber der ist uns in der Erste. Oh Gott. Und da ist ja wirklich eins drin. Und ein ganz schönes Kostüm. Uns schläft. Heißt, Julius wird ein Jahr am 17. Aber das sind nicht überall Kinderfilm. Hallo, und jetzt macht er ja auch was. Julius, vergiss den Tag nie. Schön, dich gesehen zu haben. Applaus. Und, aber nicht oh, jetzt ist das Bier. Gestern war übrigens richtig, Anstich. Bist schon raus, aber du darfst gleich noch, oder? Gestern war Anstich vom Bockbier. Die Meister Schwerterbräu stellt jetzt für 550 Jahre, das heißt die älteste Quartbrauerei Sachsens, eine Biertradition dar. Erik Schäffer ist ein Radebeuler, Operator da oben. Das kann man schon mal sagen. Und er hat sich total gefreut, dass er bei der Sommer so warm war. Als Wasserverkäufer fand er ganz klasse. So, jetzt habe ich die Manuskripte irgendwie vertauscht. Karl May und Cowboys kommen hier irgendwann. Ja. Ach, Konsum. Nein, das ist doch eindeutig der Konsum hier. Ja. Das sind die Kollegen, die auch die 850 Jahre mit gestalten haben. Und da soll es wohl irgendwelche Flyer geben, dass man sich dann 10% Oh, oh, aber die Mädchen halten das schön, weiß ich. Ja, oder sind das für schöne Frauen? Die Hochzeitsmesse sucht uns zu verführen, dass wir uns noch ganz kurz erschließen. Auch bei uns ist doch gerne mehr frei, oder? Jetzt kommt Karl May. Jetzt kommt er. Das ist ein Gruß vom Karl May Fest vielleicht. Es könnte sein, wir erkennen uns wieder an der Stelle. Die Feste der Stadt Radebeul treffen einander. Sehr schön. Wir freuen uns über diesen Besuch aus dem Weltfesten. An dieser Stelle, an dieser Kurve, haben wir sonst... Oh, das ist aber sehr persönlich. Wer steht da? Meine Damen und Herren, Andres Salazar, da auf der Bühne. Auf der Fahne. Wo ist der weiße Tiger? Wir müssen zurück. Wir haben von der Tasche passt auf. Wir müssen zurück. Der kann nicht ausstecken. Guck mal, der kann den Schädel-Uniform einhalten.
das Luftballon. Das war Sami persönlich. Jawohl, da auf der direkt. Hier heißt Weihnachtsmann. So, es war. Es geht in Deutschland nicht. Meine Damen und Herren, wegen Michael Hanter. Da ist er. Herzlich willkommen im Theater in der Schönen. Was hat denn der Zirkus mit dem Wein zu tun? Gibt es im Zirkus Wein oder nur bei den Klauen? Bei uns gibt es natürlich auch Wein, aber warum ist der Ramazani heute hier ganz klar? Der ist in Brandenburg gegründet worden. Der erste Tag. In der Gartenstraße hier richtig. Und deshalb sind wir natürlich sehr klein geworden. Alle zurück. Sehr schön. So viele Gelegenheiten wie möglich. Wir sind auf Gast bei Ihnen im Zirkusel mit zwei von unseren Aufführungen. Schön, dass der Ramazani da ist. Gerade für die uns, wie man lebt, wo man erlebt kann. Das macht unser Leben reich, dass wir zurückblicken können, dass Generationen Erinnerungen miteinander teilen. Wann waren Sie das letzte Mal im Theater? Wir können hier quatschen, weil die Bahn fährt. Das ist gar nicht so lange her, vor 3 Wochen ungefähr. Ja. Welches haben Sie gewählt? Leider nicht hier. Na, warte, wo waren Sie? Ich war in Braunschweig das letzte Mal, weil ich da gerade bekannt war und habe mir was angeschaut. Sie waren denn im Zirkus zuletzt in Braunschweig? Nein, ja. Und im Literat war ich da. An der Stelle sei mal gesagt, es wäre ganz toll, wenn wir uns mal auf der Festbühne im Rahmen treffen. Ich werde daran denken und wir werden vielleicht weiter denken. Ich habe meine Gründe. Ich finde es ein wunderbarer Ort und vielleicht wäre es sogar ein Ort, wenn man es beweist. Es gab schon. Ich war schon mal da oben und ich höre zu meinen Träumen seit 3 Jahren, dass wir irgendein Echo auf dieses Ereignis von damals zusammenstellen. Dann träumen wir gemeinsam und Träume gehen dann auch in Wirklichkeit. Sehr schön, ich könnte jetzt hier oben bleiben, doch dazu, wo schöne Frauen da sind. Aber die frage ich nicht. Nein, nein, das nehmen ja meine Mitarbeiter übel, ich gehe wieder. Lass mich das abzeigen. Der kleine Hinweis sei hier mal gestattet auf die aktuelle Show Elements One Air at Terre oder Terre. Wie wird das heute? Französisch? R et Ter, also von Herrn Sarrazani jetzt souffliert. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Und wir haben noch Stau. Wir können den Treckerfahrer noch fragen, wie viel PS hat denn das Ding? 12 PS. Das sind 12 Pferdestärken. Gebaut wann? 23. 1923 wurde dieses Gefährt gebaut. Es verfügt nicht über Bremsen, deswegen bitten wir die Kurve weiträumig frei zu machen. Schließlich ist es ein Zirkusfahrzeug. Hat er doch Bremsen? Ich nehme alles zurück. Er hat Bremsen, Sie kennen sich damit aus. Sind Sie der Vater des Fahrzeugs? Nein, aber der Sammler. Der Sammler, wo haben Sie denn das gesammelt? Ja, überall, in der ganzen Welt. Und dieses Teil, wo ist Ihnen das in die Hände gefallen? Das ist eins, zwei, die woher kommt das Ding? Aus Magdeburg, aus dem Garten. Das stand in Magdeburg im Garten rum. Und da waren Sie mit dem Zirkus dort und haben es eingesammelt? Schöne Fahrt! Möge es ewig tuckern und treckern. Wie ein Herz schlagen. Schöne Fahrt! Schön. Was machen Sie normalerweise? Tanzen Sie auf der Kugel? Oder kommen Sie nur raus? Thank you.
Wir müssen jetzt mindestens noch 10 Minuten weiterspielen. Schafft ihr das? Doch, wir müssen anhalten, weil es ist ganz notwendig. Es ist ein Stau geworden. Die Feuerwehr mag nicht sprechen, die Feuerwehr mag nur löschen und in Bereitschaft stehen. Hier haben wir eine historische Spritze. Wir würden gern wissen, kann einer was dazu sagen, was das für ein Gerät ist? Können Sie das? Nee, wirklich. Es ist ein Gerät, welches eine lange Arbeit zum Dienste der Bürger geleistet hat. Wir verneigen uns tief. Wie schwer ist es denn? Und nicht schwer, ne? Wie heißen Sie? Das ist der Horst. Und wie heißt die Spritze? So, gerade so bin ich der Straßenbahn entkommen. Die Nachwuchs der Feuerwehr ist unterwegs. So, hallo. Wir sind schon ein bisschen am Mühlen, aber Sie sind noch fit. Fahren Sie ruhig weiter, sonst kriegen wir Schimpfe. Wir sagen nur herzlich willkommen. Schöne kleine Weinflaschen in der Hand. Hallo. Hey. Ihr müsst weiter. Die städte Ausbau von Delegation städtischer Vertreter, Zusammenarbeit zwischen Wasser-Abwasserbetrieben zum Beispiel, regelmäßiger Austausch zwischen den Feuerwehren. Und jetzt die Sächsische Weinstraße, wieder eine Packung Bildung. Herzlich willkommen. Auf diesem Transparent kann man sehen, wie von Graupar bis Diesbach-Seuslitz das Kilometer. Weinanbaugebiet entlang der Elbe sich erstreckt. Aha. Wer von sich sagen kann, dass er die ganze Strecke gelaufen ist und an jedem Weingut 0,1 zu sich genommen hat und am Ende noch ein Fahrrad besteigen konnte oder wahlweise ein Pferd, der kann beim nächsten Winzerumzug mitwirken. Oh, die wollen nicht. Das Weingut Ulf Große, aber auch Fußballer habe ich vom Radebeuler Weinspielclub gesehen. Sie tragen dieses von einem Mönch im 12. Jahrhundert zum ersten Mal berichtete Schild oder Transparent zum Sächsischen Weinbauer, zur Sächsischen Weinstraße. Und jetzt auch ganz oben die Sächsische Weingemeinde. Die mutigen beiden Prinzessinnen heute ganz hoch zu Ross. Wir halten den Zug nicht auf. Das dürfen wir nicht. Und so hoch dürfen wir an den Klettern. Lass das gut ausschauen. Also, ich bin gut fest.
aber wer hält sich denn am Glas fest, wenn er nicht runterfallen will? Hey, jetzt kommen die Gäste. Herzlich willkommen, bitte, liebe Radebeuler, liebe Sachsen. Zeigt Gastfreundlichkeit für die Gäste aus Baden. Ein Wein, das in ein kleines bisschen länger einen guten Ruf hat als der neue Sächsische. Und man sieht's den Kostümen an. Da steckt jahrzehntelange Handwerksarbeit und Erfahrung dahinter. Einen solchen Spielmannszug, Musikvereintam, Fanfarenzug zusammenzustellen. Das ist was ganz Besonderes. Das ist ein reiner Naturtonzug. Mit Fahnenschwingern und Marketenten. Der Zug besteht seit 1975, also feiert sein 40-jähriges Bestehen. Eine ganz kleine Wohnstubengruppe hatte sich da gegründet. Und aber seit 2010 ein sehr aktiver Fahnenzug, der immerhin 2013 Landesmeister wurde und 2014 deutscher Vizemeister sowie Meister der German Championship of Music. Am empfehlenswertesten ist der Mann, der hier diese Standarte mit dem Adler oben trägt. Der muss so viel Kraft haben, dass er auch seine Frau das Jahr über auf Händen tragen kann. Wir freuen uns. Habt ein gutes Quartier. Willkommen mit dir in Hamburg.
die Zahl Unstrut. Jetzt die strengen Baden-Württemberger. Willkommen! Habt ihr am Humor auch mitgebracht? Gibt es denn auch den ein oder anderen frechen Spruch über Wein in Baden-Württemberg? Was macht der Wein denn so mit den Menschen in Baden-Württemberg im Allgemeinen? Macht er ihn freundlicher? Oder? Ja. Wir haben ja ein paar Baden-Württemberger hier abgekriegt in Sachsen. Ja, in den 90er Jahren sind ein paar gekommen, die von allerhand was verstanden haben, unter anderem auch vom Wein. Deswegen ist der Baden-Württemberg schon weit bei uns wohl gelitten und wohl bekannt. Hast du denn mal? Ein Trollinger und Lemberger Rotwein. Da kommt jetzt nämlich auch mal ein Weinanbaugebiet, wo der Rotwein mindestens gleich rang ich neben dem Weißen steht. Viel höher ist es nicht wie bei uns. Wie viel Prozent haben wir den Rotwein? 80% des Weines sind Baden-Württemberg sein Rotwein. Ich bin hier ein Trolliger. Ich habe ja noch gar nicht getrunken, wir waren schon cool. Das sind 3 Liter schon gewesen und jetzt sind es noch 1,5 und er spricht noch so schön mit mir. Also Baden-Württemberg, das ist ein sehr zuträglicher Wein, kann man mal zur Abwechslung probieren. Guten Weg, lassen Sie sich recht gut gehen hier in Radebeul. Haben Sie ein ordentliches Quartier gekriegt? Wir haben einen Turm angeschlafen. Oh, das ist unsere Art. Ja. Wie viele waren es denn in der Turnhalle? Circa 50. Circa 50 Baden-Württemberger in einer Turnhalle. Ja. Das geht in Baden-Württemberg. Eine gemischte Gruppe aus Baden-Württemberg mit 80%igem Rotwein, nein, mit 80% Anbau von Rotwein in Baden-Württemberg. Man kann da ein bisschen durcheinander kommen bei den verschiedenen Verkostungen. Ne? Schön, dass ihr auch noch tanzt. Ist das ein besonderer Tanz gewesen? Nein. Das kommt so. Ja. Und kommt das sozusagen aus der Improvisation oder ist das festgelegt? Festgelegt. Festgelegt. Können Sie mir einen Schritt zeigen, solange der Zug steht? Von ca. 110 Hektar mit Hauptbauern terrassierte. Als ich mal nach Baden-Württemberg komme, nehme ich mal eine ordentliche Stunde. Es ist doch nicht so leicht, ne? Ich war schon mal. Hab ja Freunde in Stuttgart. Das ist da. Alle Unstrut, die weiß, wo es in Stuttgart ist. Gut, bei euch ist fröhlich, ich gehe zu den anderen. Ich hab's schon angekündigt, die Wesigheimer Tracht von der Feldgartenkellerei Wesigheim kommt. Auch ein interessantes Fahrzeug. Ja, schön. Und ihr habt aber ein Rosé mit, ne? Ein Schieler Rosé, ja, der ist heute von unserem. Der kaufmännische Direktor ist der hiesige Schieler Rosé zum Lieblingswein des Sommers erkannt. Sommer 2015. Und dieses historische Schüler. 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 Der Sachse lernt die alles. Ja, ja. Das ist ja das Problem. Bei uns heißt der Schiller, weil bei uns produziert wird. Aber bei euch ist der Schiller draus dran. Ja, Schiller. Aber hat nichts mit dem deutschen Dichter zu tun, ne? Ja, das weiß ich. Das habe ich in Literaturunterricht gelernt. Wusste ich. So, es geht die weiter hier. Hey. Wir haben Zeit, Sonne scheint. Stellt euch vor, es würde regnen, Till. Ja, das wäre nicht so ganz. Wäre alles schon vorbei.
Die Ochsen werden längst oben und säuften unseren Wein. Da kann ich ein bisschen noch erzählen, weil das klingt total toll. Ja, der Charakter eines Weines bekanntlich nicht allein komplett auf Kellermeister gemeldet wird, sondern auch der Boden eine entscheidende Rolle spielt, kann nahezu jeder Ort mit ganz typischen Kopfschaukorn aufwarten. Ursache dafür sind die stark wechselnden geologischen Verhältnisse. Ach, lieber Herr Dr. Rösser, wenn sowas passiert, ne? Verschiedene Weinbaugebiete, verschiedene Höhen, da dürfen Sie doch bewegen. Die baden-württembergische Weinkönigin, lieber Hermann Schura. Ja? Wollen Sie uns einmal ganz kurz einen Gruß nach Sachsen durchs Mikrofon sagen? So viel Zeit wäre noch. Hallo zusammen. Erstmal eine kleine Korrektur. Wir sind nur Württemberg und nicht Baden-Württemberg. Da muss man bei uns mal ganz willkommen kann ich ja nicht sagen, weil Sie sind der Gastgeber. Wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen und hoffen, Sie haben genauso viel Spaß wie wir. Genießen Sie den Festzug. Diese Grandezza dieser erfahrenen sozusagen Nation des Weines, wie sie einen belehrt, ohne dass es weh tut. Sehr liebenswürdig. Würde ich gerne mehr davon haben. Vielleicht gibt es oben auf dem Berge irgendwo einen Stand, wo diese wunderbaren Weine dann wirklich zu kosten sind. Denn ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, die Flaschen sind alle leer hier. Zwei sind noch übrig, die müssen reichen für die ganze Seite der Meisterstraße da drüben. Ne? Oder die kriegt beide der Einradfahrer und dann prüfen wir, ob wir immer noch hochkommen. 37, wir haben ja gesagt, in Württemberg sind wir 37 Weingärtnergenossenschaften gibt es. Und 634 Weingüter, 19 Wein und 600 Wein und 700 Weingärter, also Weingärter, aktiv im Ruf des Württemberger Weins, 14.500 Mitglieder. Das ist schon eine ganz andere Statistik, eine ganz andere Zahl. Also ich bin hier in Sachsen, da sieht man, dass nur das eine Württemberg in Sachsen gibt, das heißt, aber es ist nur das viertgrößte Weinanbaugebiet. Kennen Sie die drei größeren? Ich? Nee, also, nee, da passe ich. Fragen wir mal, ob die Hessen größer sind. Das weiß Dr. Rösler, der weiß sowas. Der ist doch bezahlt. Aber vielleicht die Dame, die das Transparent der hessischen Bergstraße trägt. Wir können nebeneinander laufen, da ist es besonders schön für Sie. Wie heißen Sie? Susanne. Susanne, und kennen Sie sich aus? Wie groß ist in Hessen das Weinanbaugebiet? Wir sind das kleinste Anbaugebiet. Das allerkleinste, kleiner als wir hier in Sachsen? Ja. Sagt ja. Das ist aber schön. Das ist uns sympathisch. Ja. Das haben wir gern, wenn wir nicht die allerkleinsten sind. Ja, schön. Von welchen hessischen Weinen mögen Sie am meisten? Den Weißen. Einen Weißen? Na Mensch, dann hoffe ich, Sie dürfen heute einen noch was. Dann kommen hier die übrigen Männer in schönen Kostümen aus vergangener Zeit. Die Pfalz, etwas größer wahrscheinlich. Guten Tag, wie heißen Sie? Ich bin Richard aus Bann in der Pfalz. Herr Richard aus Bann in der Pfalz. Und das pfälzische Weinanbaugebiet, was empfehlen Sie da besonders? Weil wir lernen heute alles kennen, neu. Ich habe das normalerweise gar nicht laut gesagt. Wir kommen in den Pfalz auf dem Gebiet, wird nur Bier getrunken. Und wenn Sie dann mal Wein trinken würden, was würden Sie nehmen? Ja, wir hatten also gestern Abend hier eine Weinmeile mitgemacht, da haben wir einen sächsischen Riesling getrunken oder zumindest gekostet. Ich kann nicht sagen, Kompliment, er hat richtig gut gewunken und die Nachbar gerissen. Na, ist das nicht was? Wir werden hier gelobt von den Gästen. Es ist schön, Gäste zu haben, wenn sie das zu schätzen wissen, was wir anbieten. Wir freuen uns sehr. Aus Bad in der Pfalz, herrlich, selbstgeschneidertes Kostüm. Selbstgemacht, aber das heißt nicht von ihr, sondern selbstgemacht von Näherinnen. Aber es ist handgedreht, kommt nicht aus irgendeiner Fabrik. Wir sind voll von Pfannen zu Pfannen gekommen. Wir hören, du kannst nur Maisgebiet
Fahrt ist wirklich besser in Deutschland. Fahrt ohne Ventile. Originale Fahnenstangen wieder. Wir laufen heute eine wunderschöne Runde über alle zentralen Plätze, abgesehen vom Theaterplatz. Auf ein. So, also Herr Uli scheint auch langsam das Fähnchen im Wind zu drehen und versucht sich zu retten irgendwie, aber okay. Das nur zu den aktuellen Sachen, also den stundenweise aktuellen Sachen. Das überschlägt sich ja momentan wirklich. Ich frage euch, wann hat sich die deutsche Industrie- und Handelskammer jemals so viele Belange deutscher Arbeitslose eingesetzt und Firmen? Für Wiener Leben, für Wiener Bürger, für Wiener Rechts. Danke, Dresden! Ja,
Oh, mein Gott. Ich habe den Zuschauer noch sehr gut. Ich habe noch ein bisschen schießen, mach du. Aber wir hätten können, ja. Ich glaube, die Serie hat auch schon andere, gell? Aber das ist gut, gell? Sag mal. Die probiert alles, da geht es gleich. Ich weiß nicht, wie es noch mal ist, wie man es nennt. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!